Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Alemannia Aachen Projekt. Ja, wir sind wieder da. Kurz vor dem Spiel gegen Leverkusen, die momentan das Nonplusultra der Liga sind. Augsburg, Pauli und den großen Bayern. In der Liga sind die Bayern momentan das Nonplusultra. Leverkusen hat ja im letzten Spiel ihre zweite Niederlage eingefahren und deswegen sind sie nur einen Punkt dahinter. Aber es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, diese Mannschaften zu schlagen. Augsburg und Pauli sind möglich, aber alles darunter könnte kritisch werden. Wir gehen aber erstmal in die Verträge. Ich will noch mal kurz gucken. Zukünftige Wechsel. Wir haben bis jetzt nur einen. Er wird verliehen. Aktuell in der zweiten Mannschaft. 3 Einsätze, 2 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage. Läuft stark für den jungen Mann in der zweiten. Und wir haben ein paar Laien. Ja, natürlich. Da kommen einige besonders. Edelmann freut mich, dass er sich so stark präsentiert da beim FC Zürich. Da können wir auch mal gucken. Die spielen sogar in der Europa League. Er ist gesetzter Rechtsverteidiger. Einer der besten Spieler sogar in der Mannschaft. Wir müssen mal schauen. Ich meine, vom Geld her können wir uns noch weiter verstärken. Ne? Vom Geld her können wir uns weiter verstärken. Wir scouten auch fleißig, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich da ein paar Aufträge gemacht. Hier haben wir zum Beispiel Jan Dorab, 22 Jahre, ist auf die 10 fertig gescoutet, hat eine Stärke von 71, 1,96 Meter groß, ist auch einigermaßen schnell. Damit könnte man arbeiten. Aber sein Vertragsende ist halt auch nicht so weit. Dann haben wir den 24-jährigen David van Gaal. Dann hier auch nochmal der junge Spanier, 73er Grundstärke, könnte auch noch interessant werden. Wir müssen halt schauen, wie sich das hier alles entwickelt. Wir haben da ja noch ein paar Spieler vor uns, ein paar Spiele vor uns bis zum Winter und da müssen wir gucken, wo wir uns wirklich verstärken können. Ne? Ich meine, eventuell gehen wir auch nächstes Jahr oder so auf die Leihe von Stoffers und dann mal sehen, wie er sich dieses Jahr entwickelt. Wir haben ja noch ein paar Spiele. Wir gehen jetzt erstmal weiter zum Leverkusen-Spiel und sehen uns dann gleich. Damit sind wir beim Spiel gegen Leverkusen angekommen. Ja, es wird kein einfaches, besonders da Svensson jetzt nicht in Form ist. Philipp Max ein bisschen besser. Wir haben Tomian, der ist in einer sehr bestechenden Form. Den lassen wir auch. Stoffers in einer 1A-Form. Ebiowe, ich habe noch inzwischen drin ein Freundschaftsspiel gemacht. Gegen einen, keine Ahnung was, damit die Spieler wie Messi, Bretlo und so weiterhin mal zwischendurch spielen. Gül geht rein, der hat auch gegen Portugal getroffen, Svensson hat leider nicht, wir haben 4-1 verloren. Ja, Stoffers ist halt noch nicht in der Nationalmannschaft und da wird auch noch lange von wegbleiben, wenn man sich alleine die deutsche Nationalmannschaft anschaut, ne? Wenn man sich die anguckt, da haben wir bestimmt noch ein Monster im zentralen Mittelfeld. Position. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Wir haben ja Angelo Silva und dann Kimmich. 84 stark, Dahoud. Also so stark ist sie gar nicht, finde ich. Die deutsche Nationalmannschaft. Aber in der U21 haben wir da den 70er aus Leutenecker. Da kommt was nach, in Zentralmittelfeld Brückner von Leipzig und Vlasenko. Die U17, da kommt wahrscheinlich auch schon was nach mit Max Brander. Da können wir mal hier Vertragsverhandlungen einfach machen, 2-3 Jahre. Einfach für die zweite Mannschaft verpflichten und den kann man dann ja auch eventuell verleihen. Und wie sieht es bei dir aus? Du hast eine Grundstärke von 65. 12 Wochen ist er noch verletzt. Nach Ablösesumme. Und in der U15 kommt auch noch nichts nach. Aber haben wir eigentlich U-Nationalspieler von uns hier schon drin? Das würde mich auch mal interessieren. In der U17 nicht, in der U15 auch nicht. In der U19 haben wir Harnight. Das ist schon mal nice. In der U21 haben wir Klages, natürlich. Dann Leitler und Schumacher. Okay, nice. Und in der U21 haben wir leider noch nichts, weil Ter Stegen noch der beste Keeper ist. Aber voll, Vincent Müller stehen schon dran, aber Klages kratzt. Mit seinen 19 Jahren kratzt er an der Nationalmannschaft. Eventuell beim nächsten Turnier, übernächstes Jahr, könnte er die Nummer 1 sein. Wir gehen nochmal kurz rein, nicht in die Jugendmannschaft, sondern in die Teamdynamik. Und reden nochmal mit den Jungs, mit denen wir bisher nicht gesprochen haben. Gib im Training alles, sagen wir zu Van Drongelen. Tourmanian trainiert sensationell.
Ebiwe auch, du hast gut trainiert. Messi, gut trainiert. Und mit denen habe ich jetzt zweimal gesprochen. Wittmer. Ich möchte, du musst körperlich stärker werden. Du kennst die Sprache, kümmere dich um De Vrij. Dennis Gyl, gib im Training alles. Du musst ein bisschen mehr, muss davon kommen. Von dir dann Lukaku, du hast gut trainiert. Bräuning, gib im Training alles. Bretlo hat gut trainiert, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Stoffers, der ja, sensationell ist, einfach generell. Entschuldigt diesen Räusper und wir gehen jetzt rein in das Spiel gegen Leverkusen. Natürlich die Sofortberechnung. Wir sind 70 Punkte schwächer. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Let's go. Zeigt einfach, was ihr drauf habt und kassiert keine Niederlage. Das wäre so wichtig. Aber Leverkusen ist halt viel stärker und wir müssen halt schauen, wie wir das hier reißen. Wir halten uns gut. Leverkusen macht zwar Stress, aber wir haben noch kein Gegentor kassiert. Nur die gelbe Karte für Dahoud auf Gastgeberseite. Vielleicht könnte das hier auch eine gelb-rote werden und dann hätten wir natürlich einen Vorteil. Aber Paulinho macht natürlich das 1-9. Rick van Drongelen kriegt auch nochmal die gelbe Karte in der 27. Frühe Wechsel wird das dann sein für ihn. Auch wenn er gut spielt, aber ich will es in der Innenverteidigung halt nicht riskieren. Aber er hat eine 2,5. Ich will mal versuchen, ein bisschen anders zu spielen. Wir wechseln was anderes. Wir machen Gonzales rein für Stoffers, der leider nicht ins Spiel kommt. Die Spielergespräche, wir motivieren alle 4,5er. Ja, toll. Und die 4 natürlich. Natürlich die 4. Und da Philipp Max motivieren wir auch nochmal. Halbzeitansprache. Macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Wir werden auch Moukoko mit dem 2 zu 0, also Ex-Dortmunder hier bei Leverkusen. Moukoko mit dem 2 zu 0 und hat dann schon früh das Spiel für sich entschieden. Jetzt kommt De Vrij rein für Van Drongelen. Wir bringen. Ja, wir tauschen die Offensive einmal aus. Und wir gehen eher auf Messi, weil ich denke nicht, dass wir hier großartig noch was leisten können. Da kann Messi lieber noch mal ein paar Erfahrungsstufepunkte sich aneignen. Wir gehen in die Schlussphase. Es passiert nichts mehr großartig. 2-0 Niederlage, also die zweite Niederlage in Folge nach der Frankfurt-Niederlage. Bitter. Gelbe Karte wegen Meckerns ist natürlich auch nicht schön. Statistik 8 zu 0 Chancen. Dahoud ist der beste Spieler des Spiels oder der Spieler des Spiels gewesen. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Frankfurt spielt 2 zu 0 gegen Hoffenheim. Gladbach 2-2 gegen Schalke. Leipzig 5-1 gegen Stuttgart. Wolfsburg 1-2 gegen Bayern. Hannover 2-2 gegen Bremen. Hamburg 0-2 gegen Köln. Mainz 2-2 gegen Dortmund. Und Augsburg 5-1 gegen Pauli. Ja, Augsburg kommt mit Riesen-Kochonis zu uns. Wenn wir zu Hause spielen, ich denke, das mal. Wir spielen ja zu Hause gegen Augsburg. Könnte nicht schlimmer laufen aktuell. Sind auf den 10. zurückgefallen. Spieltagsstatistik. Von uns ist niemand der Rennspieler des Tages. Es ist Taiwo Avonici. GG, sagen wir dazu nur. Jetzt gegen Augsburg. Wir sind sogar ein paar Punkte stärker. Wir müssen mal gucken. Aber erstmal, wie es von der Form her aussieht. Ja, Gonzalez ist nicht dabei. Dorin Will ist nicht wirklich dabei. Lukaku ist besser in Form als der Gül. Nehmen wir natürlich mit. Thomanian bleibt erstmal. Wir gehen in die Infrastruktur. Da läuft weiter. Der wollte schon das Stadion ausbauen, aber das wollte ich ja erst nächstes Jahr. Deswegen werde ich immer wieder zwischendurch gucken und das abbrechen, wenn er das macht. Wäre natürlich bitter. Wir haben ein paar Nachrichten. Ja, die kommen jetzt die ganze Zeit mit den Angeboten für unseren jungen Spieler. Aber es geht mir um den Jugendspieler hier. Wir haben ja Hartley McAllister. Ein 10-Sterne-Talent. Hat dich auch noch nicht wirklich. Und dann auch noch für die Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, auf den bauen wir in der Jugend. Wir lassen ihn erstmal noch. Ich werde die Trainingsziele nachher einstellen. Dann habe ich noch Max Brandner geholt von Leipzig, glaube ich, oder von Mainz, Jugendmannschaft. Und der kommt auch am 1.1. für die zweite Mannschaft. Also, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Unsere zweite Mannschaft wird auch momentan. Ich werde jetzt, glaube ich, demnächst auch alle Spieler, die nicht wirklich in der zweiten Mannschaft sich beweisen können, werde ich auf die Transferliste setzen. Ich meine, oder halt zum Verleihen, wie sowas wie Daskalov und so. Ich meine, er wird ja jetzt verliehen nach Swansea City, geht er zurück. Und ja, er kann sogar Deutsch. Er kann sogar Deutsch. Ach, weil er Österreicher ist. Österreichische Wurzeln hat. Nice one. Wir gehen rein in die Partie gegen Augsburg. Ich hoffe, dass wir hier unser Bestes geben können, nachdem die 5-1 gegen Pauli gewonnen haben.
sind die natürlich mit mega Cochon. Jetzt kommen sie zu uns und ja, rechts außen verletzt sich direkt, aber Harnight ist ja ein sehr guter Ersatz. Natürlich sehr bitterer Start für uns, aber ja, wir müssen nach den zwei Niederlagen in Folgen mal wieder Punkte holen. Es wäre wichtig. Yannick Haberer auf der Gästeseite mit der gelben Karte. 23 Minuten sind gespielt. Wir gehen so ganz langsam in Richtung Schlussphase der ersten Halbzeit. Ja, 15 Minuten noch aktuell. Es passiert hier gar nichts. Nochmal die gelbe Karte für die Gäste. Ist jetzt nur eine Verletzung und zwei gelbe. Und da ist der Schlusspfiff. Wir gehen mit den 0-0 in die Halbzeit. Stoffers kommt momentan nicht wirklich in die Spiele rein. Abwehr ist omnipräsent. Die Offensive ist generell einfach nicht wirklich da. Wir motivieren sie einfach mal komplett und loben einfach Klages da mit seiner 1,0. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und müssen das Ding hier gewinnen. Alle Spiele aufwärmen. Wir haben zwei. Einen Wechsel mussten wir schon machen. Wenn Stoffer sich nicht fängt, kommt Alfonso González rein. In der 65. ungefähr. So. Ja, er fängt sich nicht wirklich. Wir bringen auch Widmer rein für Thomian. Dahanheit bleibt drin und Dürren Will darf ein paar Minuten spielen. Dann kommt jetzt der Dreifachwechsel in der 64. Und einen haben wir noch und da verletzt sich auch noch direkt Dürren Will. Wer kann alles links außen spielen? Philipp Max, Romero und Harnight. Und wer kann rechts außen spielen? Ja, ich weiß. So, ich will. Nein, ich will hier. Rechts außen. Dürren Will, Romero und Widmer. Dennis Gül könnte sogar spielen. Dann machen wir. Nein, 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 nein. Dann machen wir das so. So. Und Messi kommt rein. Ich setze lieber auf den Jungen. Ich setze lieber wirklich auf den Jungen. Es liegt am Namen. Ich hoffe einfach, dass er sich entwickelt. Wir gehen in die Schlussphase. Noch steht es 0 zu 0. 80. Minute. Die letzten 10 Minuten laufen. Messi kriegt nochmal die gelbe Karte. Es passiert einfach gar nichts. Wir gehen mit den 0-0 in die Halbzeit. Aber wenigstens ein Punkt. Wenigstens ein Punkt vor dem Bayern-Spiel, glaube ich sogar, ne? 5 zu 3 Chancen. Der gegnerische Keeper war der Spieler des Spiels. Das sagt auch sehr viel aus. Und nächstes Spiel müssen wir gegen Pauli. Da können wir wieder Punkte. Wir sind auf 11 gesunken. Ja, so langsam, aber sicher sinken wir wieder. Aber wir stehen dennoch optimal da. Es ist nur ein Punkt auf Platz 8, ne? Währenddessen spielt Bayern 2-0 gegen Frankfurt, Bremen 0-2 gegen Leipzig, Stuttgart 1-2 gegen Mainz, Schalke 0-1 gegen Hannover, Köln 1-1 gegen Gladbach, Dortmund 5-1 gegen Hamburg, Pauli 2-2 gegen Leverkusen, stark 4-1 Hoffenheim gegen Wolfsburg. Spieltagsstatistik: González ist in der 11. Spieltag sogar. Nice one. Spiel des Tages ist aber Alfie Devine, der junge offensive Mittelfeldspieler von Hoffenheim. GG. Mittwoch gegen Pauli und am Samstag gegen die Bayern. Ich will mal gucken, ob ich das nicht irgendwie um einen nach hinten verschieben kann. Das wäre mir lieb, aber da sagen sie natürlich nein. Und ja, es wird schwierig. Es wird sehr schwierig. Ja, wir haben noch die Dauerverletzten. Kieferprellung. Svensson kommt rein. Und Hanek darf wieder von Anfang an. Bernadeschi kommt zurück auf die Bank. Buchmann kann ich auch wieder mitnehmen. Der hat eine gute Form. Hier auch rein für David Lell. Svensson ja keine gute Form. Thomanian hat eine neue Erfahrungsstufe, ist jetzt als rechtes Mittelfeld 75 und als rechter Verteidiger ist das, was ich ihn einplane. Plane ist er eine 71. Das heißt, er kommt ganz langsam, aber sicher an Widmer ran. González darf auch starten, weil er halt die bessere Form hat und wir starten mit Gül einfach so, weil ja, es sind zwar zwei Formpunkte und einen Stärkepunkt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gül für mich ausschlaggebend ist, dieses Spiel. Ich denke wirklich, dass er für mich ausschlaggebend ist, dieses Spiel. Bei Messi fehlt auch nicht mehr so viel, dass er die neue Erfahrungsstufe kriegt fürs offensive Mittelfeld. Müssen wir mal schauen. Vielleicht schießt er auch demnächst sein erstes Tor. Dürren Will ist auf jeden Fall wieder fit. Das ist sehr wichtig. Kann ich auch mit ihm starten? Von der Stärke her? Ja, das macht auch keinen Unterschied. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Starten mit Dürren Will. Gehen rein in die Partie. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball gegen Pauli, gegen den Letzten aus der Liga, die ein Unentschieden gegen Leverkusen gemacht haben, ne?
Natürlich sind sie willkommen, die Mannschaften vor uns in Form. Es wird kein einfaches Spiel hier gegen Pauli. Die sind momentan von der Mannschaftsstärke 787. Wir sind halt ein bisschen stärker, aber auch nicht wirklich viel. Ich hoffe, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz kriegen, dass wir das Nonplusultra, was wir erreichen könnten. Wir sind halt auch nicht wirklich weit davon entfernt. Wir müssen halt das Tor mal wieder richtig treffen. Das haben wir seit den Frankfurt-Spielen nicht mehr gemacht und da halt zu wenig. Und wir gehen auch wieder mit den 0-0 in die Halbzeit, wie es aussieht. 41. und Dennis Gül. Dennis Gül. Harnack mit der Vorlage. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben das Tor wieder getroffen. Spielergespräche. Wir haben die 1 im Tor. Wir haben die 1,5 in der Verteidigung. Und 2, ja, komm, ich lobe die ganze Verteidigung. Bis auf Tomanian. So haben wir uns das vorgestellt. Wir führen hier mit 1-0. González spielt nicht ganz so stark. Ich kann Stoffers reinbringen ohne schlechtes Gewissen. Dennis Gül macht auch direkt das 2-0. Der bedankt sich hier gerade wirklich. Jaden kommt rein für Dürren Will, der nicht wirklich im Game ist. Bernard Deschi kriegt auch ein paar Minuten. Wittmer kommt rein für Tomanian. Buchmann mit dem Eigentor. Buchmann mit dem Eigentor. Bitter. So, einen Wechsel haben wir noch. Entweder Lukaku oder Messi. Kommt auf die nächsten Minuten an. Es wird aber eher Messi, damit Romero fit ist für das Rückspiel gegen Bayern. Und nochmal die rote Karte auf Pauli-Sicht. Glattrot. Nicht mal gelbrot. Glattrot für Dulki. Das ist natürlich, spielt uns in die Karten, weil wir durch Dennis Kühl den Dreierpack von Dennis Kühl gewinnen. Wie ich gesagt habe, auf Ansage gefühlt habe ich das Gefühl, dass er gegen Pauli trifft. Stoffers ist bester Spieler, okay, krass. Also hier, bester Spieler Stoffers, hier Spieler des Spiels Dennis Kühl. Läuft hart. 8-3 Chancen, perfekt. Perfekt. Ergebnisse gucken wir uns an. Hamburg spielt 1-2 gegen Schalke, Gladbach 0-1 gegen Mainz, Frankfurt 3-1 gegen Stuttgart, Wolfsburg 2-2 gegen Bremen, Hannover 1-2 gegen Köln, Augsburg 0-1 gegen Bayern, Leipzig 5-0 gegen Dortmund und Leverkusen 3-3 gegen Hoffenheim. Bei Leverkusen läuft gerade gar nicht. Wir sind auf den 9. wieder hoch nach der 3 Spiele ohne Sieg. Haben wir endlich wieder gewonnen und müssen natürlich gegen die großen Bayern, die bis jetzt nur eine Niederlage in der Saison haben. Aber das hatten wir auch letzte Saison gegen Augsburg, haben wir auch mal gegen Augsburg gewonnen. Vielleicht können wir auch die großen Bayern quälen. Vielleicht. Spieltagsstatistik schauen wir mal an. Gül und Stoffer sind dabei. Spieler des Tages ist aber Arion Ibrahimovic. GG sagen wir zu den 22-Jährigen nur. Die großen Bayern. Angstgegner. Von jedem eigentlich. Die sind eigentlich von jedem der Angstgegner. Vielleicht nur nicht Gladbach. Und mein Svensson verletzt sich. Perfekt. Philipp Max ist gerade wieder fit, wenn Svensson in Form gekommen ist. Es läuft mehr als perfekt. Wir können hier noch für... Oh, Udukai hat momentan so eine bestechende Form. Ne? Also wir können hier wirklich nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann nur Buchmann rein theoretisch rausnehmen. Alter, das ist so krass gerade, wie das hier läuft. Jaden ist natürlich besser in Form als er. Stoffers ist besser in Form als er. Und dann sieht das hier schon mal gut aus, würde ich sagen. Wir gehen aber vorher nochmal in die Verträge, weil ich habe irgendwo gesehen, dass sie die Transfermarktwerte wieder geändert haben. Deswegen gehen wir hier nochmal schön ein bisschen höher. Geben alles ein. Dann Klages kann ich schon mittlerweile 74 Millionen verlangen. 63 Millionen für Romero, 36 für Gül. Also, den habe ich geholt für wie viel Millionen? 2,3 Millionen. Klages, für wie viel habe ich dich geholt? 1,4 Millionen. Optimal. Optimaler Start. Düren will. Für 6 Millionen geliehen und 22 Millionen, 28 Millionen wäre Top-Transfer. Und den werde ich auch wahrscheinlich im Winter dann verpflichten, wenn er sich noch ein bisschen beweist. Aber er ist halt sehr, sehr jung und sehr, sehr stark. Der kann sich so gut noch entwickeln. Ne? Wir gehen rein in die Partie. Let's go. Gegen die großen Bayern. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Ich bin gespannt, wie das hier laufen wird.
Gegen Leverkusen haben wir uns ja erst stark präsentiert. Und Dennis Gül mit dem 1:0 in der sechsten Minute. Wegen Gül. Minute. Romero mit der Vorlage. Aber Oscar gleich direkt aus. Vorlage ist Herr Schnauri. Also das war keine Minute, haben wir geführt. Aber egal. Es war ein sehr, sehr interessanter Start. Stoffers mit der 6er Note und der gelben Karte. Romero genauso gelbe Karte. Was ist da im Offensiv-Mittelfeld los? Und besser gesagt, was ist da im Mittelfeld los? Upamecano kriegt auch die gelbe. Das ist natürlich bitterer. In der Verteidigung bei den Bayern. Und wir gehen mit dem 1:0 in die Halbzeit. Wir gehen, kritisieren ihn, motivieren die anderen hier. Und motivieren auch nochmal. Ja, er, ihn. Assistent macht die Massagen. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich hier alles zusammen. Wir spielen ein starkes Spiel. Wir spielen ein starkes Spiel. Alfonso Gonzalez kommt jetzt für Stoffers rein. Dürren Will kommt für Jaden rein. Dennis Gül hat sein Tor gemacht. Wir gehen auch nochmal rein. Dürren Will macht sogar noch das 2:1. Wir gehen hier in Führung. Wir gehen hier einfach in Führung. Wittmer kommt rein für Tomanyan. Warte. Ich habe einen Fehler gemacht. Romero geht runter. Messi geht. Ich habe jetzt Messi einfach auf dem Platz, weil ich ihn aus Versehen eingewechselt habe als Innenverteidiger. Und Oscar macht wieder das 2:2. Wir führen wieder nicht lange wegen Oscar. Und da kassieren wir den Gegentreffer. Da kassieren wir den Gegentreffer. Das 3:2 von Leroy Sané. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Zweimal gegen die großen Bayern geführt. Zweimal sind sie nach kürzester Zeit zurückgekommen und dann gewinnen sie am Ende noch. Ich meine, wir können uns nicht beschweren. Wir können uns wirklich nicht beschweren. 5:4 Chancen gegen die großen Bayern. Und Oscar hat uns hier quasi im Alleingang auseinandergenommen. Der hat immer ausgeglichen, wenn er ausgleichen musste. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Ergebnisse gucken wir uns die anderen an. Wir bleiben auf 9 mit 18 Punkten. Stuttgart spielt währenddessen 1:0 gegen Gladbach, Mainz 4:1 gegen Hamburg, Schalke 0:1 gegen Augsburg, Hoffenheim 0:5 gegen Leipzig, Bremen 0:3 gegen Leverkusen, Köln 4:2 gegen Hannover, 2:0 gegen Wolfsburg, Dortmund 4:0 gegen Hannover und Pauli 0:2 gegen Frankfurt. Pauli bleibt abgeschlagen und wir sind auch 9 Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Also wir stehen optimal da. Ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht beschweren. In der 11. Spieltages sind wir nicht vertreten. Spieler ist Jonathan Burkhardt von Mainz. Dazu sagen wir nur eins. GG. Und hier würde ich auch die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns Freitag wieder, wenn nicht was dazwischen kommt. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass